Heute Homesession Nummer 7. Herzlich begrüße ich dazu Frau Professorin Dr. Susanne Leeb. Frau Leeb ist Professorin für zeitgenössische Kunst an der Leuphana seit Oktober 2014 und ist quasi beheimatet am Institut für Philosophie und Kunstwissenschaft und Vizepräsidentin für Forschung und Humanities an der Leuphana seit 2019. Herzlich willkommen, Frau Leeb. Ja, vielen Dank. Hallo. Dann würde ich Sie ganz herzlich begrüßen zu dem Vortrag Kunst und Politik und das Wort. Ja, guten Tag allerseits. Wer vielleicht heute schon Zeitung gelesen hat und dabei die Süddeutsche erwischt hat, ist vielleicht über den Artikel der Wirtschaftsprofessorin Michelle Terlit gekommen, die über die Rolle von Frauen zu Zeiten der Kontaktsperre spricht, über Fragen des Homeschoolings und der schon drohenden oder schon geschehenen Jobverluste. Terlit stellt dabei fest, dass 90% aller alleinerziehenden Elternteile Frauen sind, deren Jobs darüber hinaus auch noch besonders gefährdet sind, außer natürlich denjenigen, die heutzutage in Pflegeberufen arbeiten. Aber viele arbeiten in Dienstleistungsberufen, also gerade die Frauen, die Alleinerziehenden, die keine sogenannten systemrelevanten Berufe sind und eben dadurch besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind. So, jetzt vielleicht haben Sie sich schon die Frage gestellt, warum erzähle ich Ihnen das alles in einer Vorlesung oder Kurzvorlesung unter dem Titel Kunst und Politik? Ich bin weder Wirtschaftswissenschaftlerin noch Ökonomin, sonst irgendwas, sondern wie gesagt Kunsthistorikerin. Aber vielleicht ahnen Sie es schon, Kunstproduktion würde nach heutigen Arbeitskriterien eher unter die Frage systemirrelevanter Arbeit fallen. Und genau diese Unterscheidung möchte ich in Frage stellen. Ohne dabei allerdings auch tatsächlich in einen Wettbewerb zu treten von systemrelevanter oder systemirrelevanter Arbeit oder weniger systemrelevant, mehr systemrelevant. Eine Unterscheidung, die die Politik heute schon tagtäglich treffen muss, und die ich insofern gar nicht wiederholen möchte. Aber, und das zeigt uns Kunst, dass sehr viele Unterscheidungen, die wir schnell mal für gegeben annehmen, eben auch außer Kraft setzen kann oder zumindest in Frage stellen kann oder über die Unterscheidungsmöglichkeiten, die wir haben, überhaupt erstmal zum Nachdenken anregt. Das ist zum Beispiel ein Aspekt unter der Frage Kunst und Politik, also wie man das Verhältnis von Kunst und Politik verstehen kann. Ein Verhältnis, das seit über 150 Jahren die Kunst strukturiert und daher nicht hier in dieser Ausführlichkeit behandelt werden kann natürlich, sondern ich möchte eben vielmehr das anhand einer Arbeit exemplarisch eigentlich aufzeigen. Eine Arbeit, die mit der aktuellen Situation, so scheint mir, ganz gut zu resonieren scheint. Es ist kein Virenkatastrophenfilm, sondern ein Film, der sich über die Frage eben von scheinbar sinnloser künstlerischer Arbeit, also das meint eben auch hier systemrelevant, irrelevant, über freiberufliche Auftragsarbeit, aufgegebene, also verlassene Lohnarbeit und Fürsorgearbeit kreist in diesem Fall die Fürsorgearbeit, die Arbeit als alleinerziehende Mutter. Und genau diese Frage von Relevanz, also welche Arbeitsform ist für sie relevant, permanent gegeneinander abwägen muss. Ich spreche von einem Film von 1978 von der Filmemacherin Helke Sander mit dem Titel Redupers. Sie sehen, ich habe mich hier einfach frecherweise in diesen Film quasi als Hintergrund genommen und mich irgendwie in diesen Film reingebeamt. Sie sehen die Filmemacherin und Protagonistin des Films, Edda Schmiejewski, beim Abzüge, beim Trocknen ihrer Fotos. Genau, es geht also um, also Redupers vielleicht nochmal zur Erklärung, ist eine, das wird, haben Sie sicher noch nie gehört, eine Abkürzung für allseitig reduzierte Persönlichkeit. Das ist ein Wortspiel. Und jetzt muss ich mal gerade, Moment, jetzt sehe ich gerade, dass ich vielleicht meinen Bildschirm mal freigeben sollte. So, damit Sie auch meine PowerPoint sehen können. Also Redupers. Das ist ein Wortspiel auf einen Begriff aus der DDR, die allseitig entwickelte Persönlichkeit. Und hier sehen Sie ein Buch, was diesen Persönlichkeitstypus quasi charakterisiert hat.
Genau. Also diese allseitig reduzierte Persönlichkeit bezeichnet Edda Zmijewski, die Protagonistin des Films von Helke Sander, die eine freiberufliche Fotografin ist. Der Film ist quasi ein quasi dokumentarischer Film über ihre Arbeit, über ihren Alltag, gespielt von der Filmemacherin selbst, die in dem Film sehr viele Reflexionen über diese Form von Arbeit, über die Situation der Kunst insgesamt stellt. Und sie zum Beispiel definiert sie Kunst, und das fand ich eine sehr schöne Definition, oder die Frage der Fantasie in der Kunst, und ich zitiere aus diesem Film: Fantasie ist das leidenschaftliche Interesse an Dingen, die einem nichts angehen. Es wird im Allgemeinen als sinnlos erachtet, aber sie fordert, und hier zitiere ich nochmal: Immerhin sollte man aber das, was einem nichts angeht, frei wählen können. Dies sagt die Protagonistin eben des Films in einer Situation, in der sie mit einem fotografischen Frauenkollektiv, das sehen Sie hier, vielleicht mache ich mal das genau so, ganz groß, mit einem fotografischen Frauenkollektiv eben ja, zusammenarbeitet und einen mit diesem Kollektiv an einem künstlerischen Wettbewerb teilnimmt, dessen Auftrag, dessen, ja, sie gewinnen diesen Wettbewerb, haben aber dann Schwierigkeiten in der Umsetzung. Und der Film kreist eigentlich um diese ganzen Schwierigkeiten der Umsetzung. Was ist das Problematische daran? Das Problematische an diesem, sagen wir, an dem Konzept dieser Künstlerinnengruppe ist, dass sie nur die, dass sie nur Mauern fotografieren. Der Film ist eigentlich gemacht, oder ja, diese Auftragsarbeit, nee, nicht Auftragsarbeit, Ausschreibung für eine Förderung von Künstlerinnengruppen wurde eben an diese Gruppe vergeben, weil sich die Förderin, das war eine FDP-Frauengruppe, erhofft hatte, dass eben Frauen bei der Arbeit im Alltags gezeigt werden. Und sie bekamen von dieser Frauengruppe eben nichts anderes, außer eben Berliner Mauerbilder. Der Film zeigt also Edda bei ihrer Arbeit, beim Fotografieren dieser ihrer sogenannten künstlerischen freien Arbeit. Sie zeigt sie aber auch bei der Fürsorgearbeit hier für ihre Tochter. Sie zeigt sie bei Auftragsarbeiten, hier, wo sie auf einen, auf die letzte Dampflok wartet von Berlin nach Hamburg. Auftragsfoto 32 Mark. Und das Voice-Over sagt hier ganz schön, sie warten auf ein der Veröffentlichung für wert befundenes Ereignis. Sie zeigen sie bei dem Seniorenball und sie zeigen sie im Wohnzimmer wieder mit ihrer Frauengruppe, wobei man an dem Film ganz schön sieht, wie der, wie innen und außen, privat, öffentlich, Leben, Arbeit sich permanent durchdringen. Hier sehen sie eben, genau, werden Filme im Badezimmer entwickelt und hier nochmal ganz schön ein Bild, was eben ein wichtiger Bestandteil dieser künstlerischen Gruppenaktion sein soll, wird im Wohnzimmer probehalber aufgehängt. Und Sie sehen jetzt hier, ich zeige Ihnen so drei Standbilder, wie so nach und nach das Bild eigentlich diesen Innenraum verdrängt. So, bis am Ende letztlich die Berliner Mauer im Wohnzimmer hängt. Und genau dieses Innen-Außen-Verhältnis, also DDR ein Stück weit ins Zimmer holt, diese Grenze zwischen Außen, Innen, Innen, Außen permanent durch den Film, durch dieses Bild im Bild aufgeweicht wird. Dann sehen Sie die Gruppe, wie sie dieses Bild, und das ist sozusagen der Hauptteil und auch der anstößige Teil der künstlerischen Arbeit, sie wollen die im Außenraum aufhängen. Hier ein Versuch oder eine Stellprobe neben einer Werbung, ausgerechnet natürlich einer, neben einer Werbung, die für Frauenarbeit eigentlich zuständig ist, das mit der Schmutzbremse. Sie sehen hier, wie sie das Bild vor die Mauer tragen, die sie fotografiert haben. Sie sehen hier nochmal das Bild vor einem umzäunten, ja, Privathaus, was den Privateigentum natürlich markiert in diesem Film. Und dann sehen Sie aber auch die Schwierigkeiten, zum Beispiel Edda hier beim Aikido, wo sie dann doch keine Zeit für hat, um dann doch in der Morgengymnastik im eigenen Wohnzimmer allein sich nur sportlich betätigen zu können. Sie sehen sie hier nochmal dieses Trockeninstrument für die Fotografien. Sie sehen sie bei diversen männlichen Beratern, einem Werbeagenturfachmann, einem Redakteur und auf einer Vernissage, wo diese Künstlerinnengruppe nur Tipps haben möchte,
wie sie eigentlich mit diesem künstlerischen Projekt jetzt umgehen soll, was auf Widerstände stößt, weil eben dieser öffentliche Raum nicht aufgehübscht wird durch Fotografien von einem schönen, attraktiven Berlin, sondern eben genau durch diese, wie diese FDP-Dame dann sagt, durch diese doch sehr tristen und hässlichen Bilder von der Berliner Mauer. Bei allem gerät Edda an Schwierigkeiten und Grenzen, auch bei dem Künstler, der sie am Ende unterstützt und zwar sagt, super, das macht ihr eure eigenen Projekte, zieht das durch und so weiter, aber dafür sexuell übergriffig wird. Also dieser gesamte Film zeigt eigentlich die Grenzen, die Widersprüche, die eine Künstlerin, die sich eigentlich als freie Künstlerin über Lohnarbeit verdingen muss, auch permanent in neue Abhängigkeitsverhältnisse getrieben wird. So, vielleicht so viel zu kurz zum Inhalt des Films. Und dann noch jetzt, also ja, 10 Minuten sind keine lange Zeit. Warum erzähle ich Ihnen das, beziehungsweise was besagt das zwischen nochmal diesen Verhältnisse von Kunst und Politik, vielleicht eben, wie gesagt, mit dieser Resonanz auf die heutige Situation? Zum einen gibt es, wie gesagt, sehr viele Reflexionen in dem Film und ich möchte noch ein Zitat vorlesen von Christa Wolf, was in dem Film wiederum vorgelesen wird, weil das ganz schön zu der heutigen Situation vielleicht passt. Edda sagt, von dem Einschlafen denke ich, dass aus Tagen wie diesen das Leben besteht. Punkte, die am Ende, wenn man Glück gehabt hat, eine Linie verbindet, dass sie aber auch auseinanderfallen können zu einer sinnlosen Anhäufung vergangener Zeit. Dass nur eine fortdauernde und unbeirrte Anstrengung den kleinen Zeiteinheiten, in denen wir leben, einen Sinn gibt. Helke Sander hat sich in ihren, sowohl in ihren Filmen als auch in ihrer politischen Arbeit ständig gegen ein funktionalistisches Konzept von Arbeit eingesetzt, das sich eben häufig rein an funktionalistischen ökonomischen Maßstäben orientiert, wie eben in diesem Film. Und das ist eine Geschichte, die man gerade in der Kulturwissenschaft, und wir lernen ja in der Leuphana Universität eine sehr kulturwissenschaftlich, beeinflusste oder kollaborative mit Theoretikern zusammen, eine Kunstwissenschaft, die sich sehr stark um kulturtheoretische Bestandteile bemüht. So hatten wir auch einmal die Theoretikerin Silvia Federici eingeladen, die auch Honorarprofessorin, die Ehrendoktorin der Leuphana ist. Die analysiert hat, dass unser gesamtes ökonomisches System eben darauf basiert, dass Reproduktionsarbeit gering bezahlt werden muss. Das hat sich nicht wirklich verändert, etwas mit der Emanzipationsbewegung der Frauen, denn wenn dann Personen dann oder Frauen, unter anderem auch meine Wenigkeit, dann in höhere Jobs kommt, dann aber häufig genau die Reproduktionsarbeit, die Pflegearbeit, die Hausarbeit dann von Personen gemacht wird, die eben in, sagen wir mal, Ländern mit einem stärkeren ökonomischen Gefälle verrichtet werden. Dann die Medienwissenschaftlerin wiederum Helen Hester hat gezeigt, und das spielt genau auch da rein, dass diese Genderrollen oder diese Wertformen von unterschiedlichen Arbeitstypen sogar bis in ihre elektronischen Geräte reinspielen, nämlich sie hat gezeigt, dass eben vorher eher so technoide, männliche Stimmen auf dem GPS oder bei Smartphone-Devices für ihren Haushalt irgendwann von Frauenstimmen ersetzt wurden. Ne? Was einfach zeigt, dass diese Form von Reproduktionsarbeit, die man einfach durch eine Maschine angeblich ersetzen kann, tatsächlich irgendwie eher eine Form von Frauenarbeit sein soll. Die Frage eben ist, was kann Kunst dabei tun? Nicht wahnsinnig viel. Sie kann natürlich keine politischen Entscheidungen treffen, wie wir diese Sachen für wert befinden. Sie kann aber dazu beitragen, das, was eben in einer Gesellschaft für wert befunden wird, auszuhandeln, aufzuzeigen, inwieweit eben andere Maßstäbe gelten könnten. So eben, genau, anhand von Edda, die eben einerseits diese Widersprüche ihrer unterschiedlichen Tätigkeitsformen in dem Film demonstriert, wo eben produktive Arbeit gegen unproduktive Arbeit eben genau nicht abwertend gesetzt wird. Sie ist weiterhin, zeigt sie eben mit diesen Mauerbildern, dass eben etwas für sie einen anderen Wert haben kann, als vielleicht von den Auftraggeberinnen, die sich das wünschen würden. Es geht eben auch um die Behauptung einer gewissen Selbstständigkeit. Und es geht eben genau darum, eine bestimmte Form von Arbeit zu hinterfragen, die sich ausschließlich
an dem Ideal von Produktivität ausrichtet, indem er da, wie in dem vorhergelesenen Zitat mit Christa Wolf, eben es durchaus auch riskiert, dass auch ein Tag nur aus einer auseinanderfallenden Serie von Punkten bestehen kann. Ja, das war mein super Kurzvortrag und gerne Ihre Fragen. Dankeschön. Vielen Dank für den spannenden Vortrag, Frau Leeb. Ich würde jetzt alle Zuschauerinnen und Zuschauer auffordern wollen, über den Chat oder über die Q&A-Funktion uns Fragen zu stellen. Und einsteigen würde ich gern mit einer Frage. Sie haben ja angemerkt, dass die Frage der Systemrelevanz zurzeit immer im Raum steht. Ich denke, die Frage, ob Kunst systemrelevant ist, die brauche ich einer Kunstprofessorin nicht zu stellen. Aber vielleicht können Sie einleitend mal bewerten, was für eine Rolle nimmt denn Kunst jetzt gerade ein oder kann Kunst jetzt gerade einnehmen in dieser besonderen Situation? Ja, also ich meine, sehr viel, da berührt sich Kunst mit Forschung. Kunst, die auf aktuellste Ereignisse reagieren will, hat es meistens schwer, weil eigentlich sehr viel erstmal in einem Prozess des Verstehens und der Reflexion und der Auseinandersetzung basiert, wo es auch erstmal heißt, sich erstmal so ein Stückchen weit auch von den Ereignissen zu distanzieren, um überhaupt eine gute Artikulationsform zu finden und zu verstehen, was da überhaupt passiert. So, also deshalb würde ich da erstmal in eine aktuellste Kunstproduktion, die sich zu Corona und zur Epidemie verhält, nicht die absolut höchste Priorität einräumen. Priorität ja, aber nicht, dass ich jetzt schon vielleicht dazu was sagen kann. Da gibt es aber natürlich tausende Möglichkeiten, Formen. Ich kenne unzählige Leute, die anfangen, Hauskonzerten zu folgen, die sich jeden Tag um 19 Uhr Igor Levit auf Twitter anhören und ja andere Formen von tatsächlich vor allem Musik auf einmal wieder konsumieren. Ich kenne Künstlerinnen, die Tagebücher, Bucheinträge machen und die alle versuchen, und das ist natürlich, was Kunst kann und was sie auch jetzt schon kann und was sie aber auch immer kann, nämlich tatsächlich irgendwelchen Formen, irgendwelchen Reflexionen, Situationen tatsächlich eine Gestalt zu verleihen und sie auf eine gewisse Weise wiedererkennbar zu machen, sodass man selber vielleicht klarer damit, also besser vielleicht auch damit klarkommt oder besser versteht, in welcher Situation man ist. Also eine Form, eine Artikulationsform zu finden in Zeiten, die teilweise sehr chaotisch, schwierig, gefährlich sind. Vielen Dank. Eine Frage aus dem Q&A, die da vielleicht anschließt, soweit sich das während der Krise oder während der besonderen Situation, in der wir gerade sind, schon bewerten lässt, ob Sie eine Zäsur in der zeitgenössischen Kunst erwarten durch die aktuelle Corona-Situation? Gute Frage, nein. Also da muss man auch wieder unterscheiden, glaube ich. Sagen wir mal so, eine Zäsur könnte es geben und es zeichnet sich im Moment ab, eher durch die ökonomischen Verhältnisse, die Corona bewirkt. Also nicht direkt in der Kunstproduktion, weil Museen, vor allem Museen natürlich, auch wenn sie von Privatfinanzierung abhängen, doch sehr stark staatlich geschützt sind. Also da kann nicht so wahnsinnig viel passieren. Was allerdings tatsächlich passieren kann, der Kunstmarkt ist ja extrem ausgeweitet worden in den letzten 20, 30 Jahren. Dadurch, dass natürlich viele Leute, für viele Sammler vielleicht auch eine ökonomische Basis wegbricht, oder Kunst könnte sein, dass Kunst sich nicht mehr so hervorragend als Spekulationsobjekt eignet. Das heißt, dass da die Preise sehr einbrechen. Also ich kenne jetzt schon Künstlerinnen, die Schwierigkeiten haben oder wo Sammler tatsächlich Sachen, die schon gekauft wurden, wieder versuchten abzustoßen. Also Anzeigenmarkt bricht ein, weil die Kunstzeitschriften oder sagen wir mal so, die Museen im Moment keine Ausstellungen machen. Das heißt, die inserieren nicht mehr. Das heißt, es gibt auch keine, die Kunstzeitschriften können sich nicht mehr finanzieren. Also auf diesen Ebenen, aber ich gehe eher davon aus, dass sich das wieder erholt und dass das kein drastischer Einschnitt sein wird. Aber gut, das ist eher eine Hoffnung als eine Prognose. Vielen Dank. Da kann ich schon mal auf nächsten Montag auch hinweisen, wo Herr Professor Ulf Wugenick sprechen wird zum Kunstmarkt und wie der sich jetzt aktuell verändert. Also da haben wir schon mal einen guten Anknüpfungspunkt.
Eine weitere Frage aus dem Q&A bezieht sich darauf, dass Sie in Ihrem Vortrag gezeigt haben, wie Kunst in den Außenraum getragen wird. Der Außenraum ist ja jetzt, ja, hat ja eine andere Rolle eingenommen. Auch Museen sind geschlossen. Die Frage ist, was es mit der Kunst macht, wenn man nur noch drinnen ist. Da hat jetzt vielleicht die Zuschauerin oder der Zuschauer, der die Frage gepostet hat, an das aktuelle Werk von Banksy auch gedacht, was jetzt bekannt wurde, wo Banksy sein Homeoffice gezeigt hat. Aber wie bewerten Sie das denn aus der Fachperspektive? Naja gut, zum einen gibt es nach wie vor und gerade aktuell extrem viele Arbeiten im Raum. Also Sie sehen jetzt hier auf dem Bild gerade Graffiti. Und gerade wenn Sie Banksy sagen, also es gibt natürlich sehr viele Künstlerinnen, die gerade jetzt rausgehen in den Raum und sprayen und auch sich zur Corona-Situation verhalten durch ihre Graffitis. Kunst, die nur noch im Innenraum stattfindet, würde ich sagen, da hat tatsächlich bildende Kunst und für die spreche ich ja dann doch am meisten, also eine extrem schlechte Qualität, also schlechte Möglichkeiten. Also es geht natürlich alles, wo man sagen kann, das ist einigermaßen reproduzierbar. Aber ich meine, sehr viel bildende Kunst lebt von dem Ortsbezug, lebt von der Materialität, lebt von der Haptizität, lebt von dem gemeinsamen Anschauen in einem Raum, sei es öffentlicher Raum oder musealer Raum. Das ist natürlich alles im Moment nicht möglich. Ne? Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es wieder möglich sein wird. Aber diese künstlerischen Formen haben es derzeit natürlich schwer. Und genau, ja, also es gibt genug andere, die kann man auch sehr gut zu Hause anschauen. Internetkunst gibt es seit, ja, es wäre vielleicht wieder die große Sternstunde von Internet Art, die es aufgrund ihrer schweren Vermarktbarkeit nie so wirklich in den Rang von Sammelkunst und musealer Repräsentation gebracht hat. Deshalb natürlich jetzt gerade eigentlich eine Sternstunde erleben könnte. Aber ja, das gilt eben nur für sehr wenige künstlerische Formen, nicht für alle. Vielen Dank. Eine weitere Frage zielt darauf ab, dass Kunst ja immer von seinem Kontext lebt und von dem Kontext, in dem die Künstlerin oder der Künstler sich bewegt. Und man jetzt ja davon ausgehen kann, dass viele Künstlerinnen und Künstler in ähnlichen Lebensumständen gerade sind. Also unabhängig von dem Erdteil, auf dem sie unterwegs sind, sie wahrscheinlich an ähnliche Produktionsumstände gebunden sind. Wie bewerten Sie denn das? Wächst da vielleicht Kunst, die regional bisher unterschiedlich geprägt war, enger zusammen, wenn jetzt alle ein gleiches Thema haben? Oder wird es da weiter so ein breites Kunstfeld wie bisher geben? Ja, es werden sicher, wo jetzt manche schon sagen, sie hätten da jetzt schon Angst davor, sehr viele Corona-Arbeiten geben. Ich habe da nicht so Angst vor und ich finde es auch eine ziemlich arrogante Haltung, sowas zu sagen, weil natürlich ist es erstmal für jeden der Versuch, tatsächlich das durchzuarbeiten, was ich vorhin auch gesagt habe, zu verstehen und zu materialisieren, was da eigentlich passiert ist. Also ich bewirke, glaube ich, kann zweierlei bewirken. Natürlich einerseits, dass sehr viele entdecken, dass sie doch sehr viel stärker im selben Boot sitzen, als man dachte. Es kann aber auch genau das Gegenteil sein, weil wenn sie sagen, dass viele Künstlerinnen in einer ähnlichen Situation sind, stimmt das nur sehr, sehr, sehr bedingt. Ne? Genauso wie diese Pandemie an unterschiedlichsten Orten der Welt extrem unterschiedliche Folgen hat, hat es auch für Künstlerinnen sehr unterschiedliche Folgen. Wenn wir überlegen, wir sind in, ja, gerade jetzt Westeuropa, gerade nochmal in Deutschland, also immer noch in einem sehr stark wohlfahrtsstaatlich geprägten System. Der Berliner Senat, also ich wohne in Berlin, deshalb weiß ich das, hat relativ schnell Künstlerinnen 5.000 Euro pauschal zur Verfügung gestellt, um erstmal so eine Art Existenzminimum zu sichern. Das haben sie nie nirgends irgendwo, sei es in einem lateinamerikanischen Kontext, das haben sie nicht in einem afrikanischen Kontext, das haben sie nicht im indischen Kontext. Also da sind die Künstlerinnen unter ganz anderen Bedingungen, müssen die arbeiten, vielleicht zu Rande kommen, überleben. Insofern trifft die Situation auch Künstlerinnen doch sehr unterschiedlich. Vielen Dank. Eine weitere Frage, die im Q&A gelandet ist, bezieht sich auf die Online-Ausstellung von Museen. Viele
deutsche und auch internationale Museen haben ja ihre Ausstellungen jetzt online zugänglich gemacht. Und ich zitiere mal die Frage, ist das ästhetisch zumutbar? Also die Frage zielt wohl darauf ab, kann man Kunst, die ja auch immer vom Raum lebt, online wegkonsumieren? Und vielleicht haben Sie da eine persönliche oder eine fachliche Einschätzung. Ja, also sagen wir mal so, es gibt, also ich, wie gesagt, ich gehöre auch zu denjenigen, die ab und zu mal diesem E-Book Igor Levit folgen und über mein schepperndes Smartphone sich Klavierkonzerte von Beethoven anzuhören, ist wirklich an der Schmerzgrenze. Ich lege mir dann manchmal einfach das jeweilige Werk dann extra selber auf, höre mir nur seine Einleitung an. Also da ist für mich zum Beispiel eine Schmerzgrenze. Bei Kunst, bildender Kunst, jein. Also wir leben seit eigentlich dem 16. Jahrhundert gibt es Reproduktionsgrafik. Künstlerische Arbeiten wurden schon immer über diverse Reproduktionsmedien, erst Stiche, dann später mit der Erfindung der Fotografie über Fotografien verbreitet. Also wir leben schon immer im Zeitalter von reproduktiven Medien. Und ich habe den größten Teil meines Kunstgeschichtsstudiums nur aus Büchern, mit Büchern gelernt, gelesen, angeschaut, weil ich gar nicht das Geld oder die Zeit hatte, ständig irgendwie nach Italien zu flitzen und sich von einer zur nächsten Kirche durchzuarbeiten. Aber das andererseits war das natürlich trotzdem dann irgendwann auch Bestandteil des Studiums. Aber wie gesagt, und dann war eher so eher das Aha-Erlebnis, ach toll, so sieht es dann wirklich in echt aus. So, ne? Also ich bin keine große Freundin, weil ich gerade auch tatsächlich diese Frage der Materialität, der Größenverhältnisse im Raum sind einfach essentiell für eine künstlerische Arbeit. Daher ist diese Betrachtung dessen, des sogenannten Originals, halte ich für nach wie vor wesentlich. Ich würde aber nicht sagen, genau, dass da irgendwie einen Frevel begeht, wenn man sich erstmal mit Reproduktionsformen begnügen muss. Da schließt sich ja auch die Frage der Lehre an. Also an der Leuphana wurde jetzt im Sommersemester komplett umgestellt auf digitale Lehre. Sie haben eben die Materialität angesprochen. Also ich bin selber Kulturwissenschaftlerin und erinnere noch, wie wir Exkursionen in Museen gemacht haben. Das fällt ja jetzt viel weg. Wie sehen Sie da Ihre Lehre beeinflusst dadurch? Ja, vor einem Semester jetzt gravierend. Also wir versuchen das eben jetzt mit online, aber ich wollte eben gerade im Sommersemester eine Ausstellung machen und eine Tagung, das fällt weg und das hätte Teil des Seminars sein müssen, sollen, geht halt nicht so. Wir holen das im Herbst nach und ich meine, wir sind ja immer noch in einer Situation, wo wir jetzt zumindest noch denken, dass wir alles in einem halben Jahr nachholen können, was wir jetzt verpassen. Vielleicht sieht es in einem halben Jahr anders aus. Man weiß nicht, was passiert, wie lange diese Einschränkungen weiterhin aufrechterhalten werden. Aber sagen wir mal so, ein halbes Jahr halte ich für verkraftbar. Vielen Dank. Gern würde ich nochmal an die Zuschauerinnen und Zuschauer appellieren, wenn Sie noch Fragen haben, dann stellen Sie die gern jetzt, da wir uns langsam schon dem Ende nähern. Eine Frage, die nochmal in eine ähnliche Ecke geht, zu der wir schon gesprochen haben, zu dem Thema Internationalität, wurde nochmal gestellt und zielt ab darauf, wie sich der Kunstmarkt jetzt vielleicht auch verändert, wenn Künstlerinnen und Künstler nicht mehr so global unterwegs sind und sich das Feld, in dem man künstlerisch tätig ist und sich austauscht, zumindest im nicht-digitalen Bereich, dann doch deutlich verengt. Sehen Sie da Auswirkungen? Ja, sagen wir mal so, das ist also, glaube ich, auch da bewege ich mich im absoluten spekulativen Bereich, weil wir überhaupt noch keine Erfahrungen haben. Ich kann nur aus der Vergangenheit sagen, dass auch in allen großen Krisen, die diese Welt auch schon gesehen hat, und ich meine, wir reden hier noch nicht, also es gibt Politiker, die von dem Krieg reden, ich würde das nicht tun, die Weltkriege überstanden haben und Künstlerinnen waren immer diejenigen, die sehr schnell zu sehr hohen Formen von Mobilität wieder zurückgefunden haben. Aber das hängt natürlich tatsächlich an den Reisemöglichkeiten. Und ich meine, das ist eher eine ganz grundsätzliche Frage und also die beschäftigt mich eher, aber ich habe auch da überhaupt keine Antwort, aber ich finde, dass jeder auch aufgerufen,
darüber nachzudenken. Ich meine, das ist ein brachialer Einschnitt, der sehr, sehr teuer erkauft ist, aber eben auch ein Einschnitt, der ja auch tatsächlich sehr viele Problempunkte aufzeigt, die wir alle vorher schon wussten, die aber keiner berücksichtigt hat. Ne? Also mit dieser Form, was ich gesagt habe, diese Form der zum Beispiel schlecht bezahlten Pflegearbeit, wo auf einmal die Pflegerinnen zu den wichtigsten Personen unserer Gesellschaft werden, die vorher am so untersten Einkommensniveau standen oder so. Ne? Das ist zum Beispiel eine radikale Veränderung. Was davon bleibt, werden wir sehen. Eine radikale Veränderung natürlich eben genau der internationale Flugverkehr. Wird den Leuten die Lust am Reisen vergehen, ja oder nein? Oder sind alle bestrebt, das auf den Status quo wieder hochzutreiben, wissend, ob der Klimafolgen. So. Andererseits wissen wir auch, Digitalisierung hat einen genauso hohen klimatologischen Footprint, also Verschmutzungsfootprint, wie der internationale Flugverkehr. So, ne? Das sind Sachen, das, also Sie sehen, das ist, greift sehr weit, jetzt meine Antwort. Ich kann es auch gar nicht beantworten. Das wird sehr viel wird an der Gesamtsituation liegen, wie diese Welt eine in ihren Post-Corona-Zeiten operiert. Gleichzeitig aber, wie gesagt, Künstlerinnen diejenigen sind, die eigentlich schon immer für eine globale Vernetzung gesorgt haben und sehr, sehr viel rumgereist sind. Vielen Dank. Dann würde ich den Bogen mit der letzten Frage nochmal schlagen zu dem Thema Vereinbarkeit. Sie haben ja die unbezahlte Care-Arbeit thematisiert und für viele stellt sich das ja jetzt wieder neu, Frage der Vereinbarkeit durch die geschlossenen Schulen, die geschlossenen Kitas und man ja das Gefühl hat, dass Diskussionen, die in Familien vielleicht in den letzten Jahren geklärt waren, jetzt wieder neu geführt werden müssen. Sehen Sie das jetzt auch als Gegenstand der Kunst? Also glauben Sie, dass das Beispiel, was Sie jetzt gezeigt haben, sich in der neuen Form nochmal als Sujet jetzt auch wiederfindet, wie Vereinbarkeit funktionieren kann? Ja, absolut. Also da bin ich mir eben relativ sicher, weil ich meine, Kunst ist ja tatsächlich eine Form, die sehr am Konkreten, am Einzelfall, an den persönlichen Lebensumständen angreift. Eingreift oder sie aufgreift vielleicht viel mehr, um dann über eine künstlerische Form einzugreifen. So, wenn sich jetzt wieder herausstellt, dass tatsächlich, wir haben das Problem jetzt mal gelöst mit der Hausarbeit, wenn man jetzt wieder feststellt, nein, wer macht jetzt beim Homeschooling, wer macht jetzt tatsächlich die alleinige Schooling-Arbeit, wenn wir jetzt wieder feststellen, genau, wer verliert die Jobs, kann man vielleicht gesamtgesellschaftlich sehen, dass wir noch lange nicht so weit sind, wie man vielleicht mal dachte im Hinblick auf Gleichberechtigung. Und das ist natürlich dann tatsächlich irgendwo, wo Künstlerinnen sicher wieder eingreifen werden, vielleicht auch tatsächlich solche Filme wie von Helke Sander nochmal als Erinnerung gerufen werden, oder in Erinnerung gerufen werden, wo man sehen kann, okay, krass, so wahnsinnig weit sind wir da leider immer noch nicht davon entfernt und das ist 70er Jahre. Weiterarbeiten an dem Thema. nicht im Homeschooling notwendigerweise oder in der Putzarbeit. Genau. Ganz herzlichen Dank. Damit würde ich die heutige Home Session gern schließen. Frau Leeb, ganz herzlichen Dank für Ihren Input. Ja, danke auch. Danke auch fürs Zuhören an die und für mich nicht sichtbare Gruppe, aber ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Gern werden wir die Aufnahme wieder in der Mediathek zur Verfügung stellen und hinweisen möchte ich noch auf die nächste Home Session. Und zwar wird am kommenden Donnerstag, dem 23.04., Frau Professorin Alessandra Asteriti sprechen über Cultural Heritage Protection. Damit wünsche ich Ihnen heute noch einen schönen Nachmittag und wir sehen uns hoffentlich am kommenden Donnerstag. Tschüss. Tschüss.